Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und ich bin öfter gefragt worden, wie lagere ich denn überhaupt meine Sachen ein? Also die ganzen Outdoor-Sachen, die man ja sonst so auf Tour draußen benutzt, da sammelt sich ja einiges mit der Zeit an. Wo kann man das wie platzsparend unterbringen? Zum Beispiel für Leute wie ich, die nur eine 50 Quadratmeter Wohnung haben. Jetzt habe ich ein bisschen mein Lager geupdatet, ein bisschen dran rumgewerkelt, ja, mir ein neues Regal zugelegt und solche Sachen. Und jetzt habe ich mal Bock, euch das zu zeigen. Und wenn ihr Lust habt, mein Lager zu sehen und wo ich überall meine Sachen einlager, dann bleibt doch dran. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Ausrüstung habt, wie man die am besten lagert oder was das jetzt da genau ist, was ich euch da jetzt vorstelle oder wofür man das am besten benutzt, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Da findet ihr dann auch alle Links in der Beschreibung dieses Videos zu jeglichen Sachen. Das Regal, was ihr hinter mir seht, ist nicht alles, sondern ich habe da unten auch noch zwei kleine Sachen und noch zwei andere Orte für bestimmte Sachen, weil hier zum Beispiel seht ihr jetzt gerade keine Schlafsäcke und Rucksäcke. Aber hier oben drauf seht ihr zum Beispiel schon mal einfach zwei Isomatten. Ja? Hier habe ich die Thermarest Rich Rest, ja? Die Schaumstoff-Isomatte in der großen Variante. Die finde ich ganz gut, die nehme ich auch demnächst mit auf eine Harzer Tour im Winterbiwak. Ein kleines Lager habe ich mir mittlerweile auch aufgebaut. Ja? Hier ist schon mal die Isomatte drunter gelegt, ja. Die ist übrigens top. Und hier haben wir eine ganz günstige Yogamatte, die ich einfach nur zerschneide für Sitzkissen, ja. Ein paar davon gebe ich an Freunde ab und solche Geschichten. Aber das ist zum Beispiel das, was hier oben drauf steht. Und für die anderen ganzen kleinen Sachen, die hier unten überall drin sind und da unten noch, dafür nehme ich euch erstmal mit in die Nahansicht. Ja, in dem Regalbereich habe ich jetzt zum Beispiel alles eingelagert, was gefaltet oder komprimiert in seinem Packsack bleiben kann. Ja, hier haben wir zum Beispiel meinen Saleva-Biwaksack, den ich sehr gerne benutze. Ja, dann haben wir hier meine Luft-Isomatte. Die hatte ich früher viel auf Touren dabei. Jetzt bin ich eher zur Schaumstoff-Isomatte umgestiegen. Dann haben wir hier ein Mikrofaser-Handtuch zum Beispiel von, ich glaube, das ist von The Friendly Suite. Ja, soweit ich mich erinnere, braucht man jetzt nicht mega oft, aber ist eigentlich an sich ganz praktisch und wenn ich es dann mal benutze, ist es ganz gut. Hier haben wir ein Seideninlet, das man vor allen Dingen auch gut dann als Coolmax im Sommer benutzen kann. Hier unten drunter habe ich noch einen neuen Biwaksack mir gekauft, einen ganz, ganz günstigen für irgendwie nur 13 Euro. Also das ist eigentlich, ja, ich sag mal, ein besserer Müllsack, aber ich wollte mal gucken, ob man damit zumindest einen Tag auch ganz gut draußen schlafen kann. Dann haben wir hier mein Erste-Hilfe-Kit, das habe ich euch mal in einem einzelnen Video vorgestellt. Hier haben wir einen Kfz-Verbandkasten, weil die Dinger sind eigentlich mega günstig. Da wollte ich mal gucken, ob ich mir ein paar Sachen daraus nehmen kann für mein Erste-Hilfe-Kit. Mein Tarp, das kennt ihr ja auch. Ja, und hier noch eine Luftmatratze und noch ein Sleeping Bag, beides von Camtor, habe ich euch mal in einem flotten Dreier gezeigt. Sind ganz gute Alternativen, ja, und habe ich immer was da, wenn ich zum Beispiel für Freunde was machen muss oder für, ja, Sommertouren sind die auch super. Ja, hier haben wir dann so ein bisschen die, ja, ich möchte sagen, Koch, ja, Kochecke, wo Hobos und Kochgeschirr sind. Gut, hier ist jetzt zum Beispiel ein kleiner Flachmann, den ich noch gerne auf Tour mitnehme. Der ist aus Schottland mir mal mitgebracht worden. Dann haben wir hier meine Tasse mit ein paar Teebeuteln drin. Ja, hier in so einer kleinen Tüte. Hier so ein bisschen einfach Plastikteller. Ja. Benutze ich kaum, weil eigentlich esse ich am liebsten aus den Töpfen heraus selber. Dann haben wir hier hinten ein Koshi, ja, ein Bundeswehr-Kochgeschirr. Meiner Meinung nach total unpraktisch. Habe ich auch noch nie benutzt. Das habe ich eigentlich nur aus Nostalgie gekauft, weil wir haben es bei den Pfadfindern ständig benutzt. Ja, da war das, ja, wir hatten das immer mit. Das Ding sauber zu machen ist nervtötend, sage ich mal. Die Nierenform passt sich eigentlich ganz gut an, wenn man sie dann außen am Rucksack dran macht. Und das haben wir bei den Pfadfindern dann auch so gemacht. Ne? Hier haben wir einen kleinen Billig-Hobo, den hatte ich auf dem vorletzten Mal Westweg dabei. Hier hinten haben wir den WTB Outdoor-Hobo, den kennen bestimmt viele von euch. Dann habe ich hier noch eine Tüte mit Holzfasern getränkt mit Wachs. Hier habe ich mir ein neues Kochset gekauft. Das ist eins aus dem Decathlon. Aluminium. Ja, da streiten sich immer so ein bisschen die Geister, ob man Aluminium nehmen sollte. Manche behaupten ja, das wäre total, würde schlecht schmecken oder wäre giftig. Ich weiß nicht, ich habe früher bei den Pfadfindern das Bundeswehr-Kochgeschirr ganz viel benutzt. Und ich meine, das ist auch Aluminium. Deshalb dachte ich mir, als ich das hier gesehen habe für 7 Euro, holst du dir mal. Und ich werde es mal, denke ich mal, auf einer nächsten Bushcraft-Tour irgendwann mal einweihen. Hinten steht noch so ein bisschen Spiritus für einen Frangia-Kocher.
Da fällt eine kleine Taschenlampe runter. Hier haben wir mein Standardkochgeschirr. Das sieht man auch schon, das ist, ja, ne? Das hat seine besten Tage schon mal gesehen. Hier haben wir noch ein bisschen Zundmaterial. Da hinten, oh, komme ich ran, ist hier mein Trangia-Kocher mit noch ein bisschen Spiritus drin. Und hier haben wir einen kleinen Raclette-Grill. Da habe ich auch mal ein Video gemacht, wie ich draußen ein bisschen Käse gemacht habe in dem Sinne, weil man braucht dafür nur Teelichter. Ist ganz praktisch. Und ja, ist eine ganz witzige Idee, ne? Aber oft benutze ich es dann auch nicht. Dann haben wir hier einmal die Campinglaterne, die habe ich euch schon mal in einem flotten Dreier vorgestellt. Das ist halt auch noch eine kleine Powerbank zusätzlich. Finde ich ganz praktisch. Jetzt nicht für Mehrtagestouren oder so, aber für eine kleine Bushcraft-Tour. Und hier habe ich so eine ganz günstige 3-Euro-Taschenlampe von Warta. Fand ich ganz interessant, wollte ich mal sehen, was das kann. Ist ein bisschen was für ein Schlüsselbund. Ja, benutze ich aber ehrlich gesagt auch nicht so oft. Hier hinten übrigens ist so ein kleiner Kugelfang. Den habe ich mal ein bisschen bei Airsoft-Videos oder so benutzt. Habe ich nicht viele von gemacht. Ist aber ganz witzig, das Teil, weil das hat, glaube ich, 15 Euro gekostet. Und damit kann ich rausgehen in die Natur, irgendwo aufstellen. Und dann fängt das halt die Kugeln vom Luftgewehr, von Airsoft etc. auf. Und ich muss mir keine Gedanken darum machen, dass ich die Natur vielleicht irgendwie vermülle oder dass ein Tier sich dran verschluckt, was auch immer. Hier unten haben wir so ein bisschen die Werkzeugkategorie, noch ein bisschen chaotisch. Ich muss mir da noch ein bisschen was Besseres einfallen lassen. Hier haben wir einen Bundeswehr-Klappspaten drin, den ich für Bushcraft-Camp-Bauwissen benutzt habe. Ja, ein Hulter Force Tracking Ball, das ich sehr lieb gewonnen habe. Die G-Saw Klappsäge, ein super geiles Teil für 20 Euro. Ja, ist der Gomboy nachempfunden und ich muss sagen, damit sägt man butterweich überall durch. Dann hier im Kontrast 2,99 die Lidl-Klappsäge. Ja. Tut auch, was sie soll. Ist natürlich nicht ganz so schnell wie die G-Saw oder die Gomboy, aber an sich völlig in Ordnung. Ein paar Arbeitshandschuhe, ein bisschen Paracord. Hier noch eine Machete von Gerber, die habe ich euch auch mal in einem Video vorgestellt. Dann habe ich hier noch ein bisschen Bushcraft-Werkzeug sozusagen, ja, um Holz zu bearbeiten. Da habe ich meiner Frau zum Beispiel mal ein Trinkgefäß gemacht, ja, einen Hohlbeutel. Von was eigentlich? Warte mal ganz kurz. Schmidt und Komp, Remscheid, Königstraße, Germany. Waren auf jeden Fall nicht ganz günstig. Ich habe hier noch so ein, wie heißt es? Ich glaube, es heißt Schälmesser. Ja. Zum Aushöhlen von Sachen. Jedes davon hat, glaube ich, 20 Euro gekostet. Aber scheint sein Geld wert zu sein, weil es ist gute Qualität. Es funktioniert super, was will man mehr? Hier habe ich noch so ein kleines Beil. Das habe ich euch letztens in leicht zu haben vorgestellt. Ja, mein Format, wo ich so das günstigste raussuche, was noch einigermaßen gute Bewertung hat und euch dann vorstelle. Ist ganz in Ordnung, muss ich sagen. Macht auf jeden Fall, was es soll. Und hier habe ich noch was Neues, das habe ich überhaupt noch nicht benutzt. Ich hoffe, man sieht's. So, jetzt sieht man es ohne Spiegelung und zwar ein Heißluftföhn, weil ich möchte anfangen, ein bisschen mit Kydex herum zu experimentieren. Ja? Ich habe ein neues Messer bekommen zum Testen von WTB Outdoor. Und da ist eine Kydex-Scheide dran mit so einem Gürtelclip, dass man das auch quer tragen kann. Und ich wollte das schon länger mal machen, da habe ich mir ein paar Sachen bestellt, ja. So Clips und halt diesen Heißluftföhn, damit ich zum Beispiel Kydex-Scheiden auch mal ein bisschen reparieren kann. Und das wird so mein Bastelthema in den nächsten verregneten Monaten. Ja, ich gucke hier gerade so hin, weil da ist das Fenster und es regnet schon den ganzen Tag. Übrigens nochmal ein ganz witziges Gimmick. Man hat mir mal was geschickt zum Vorstellen. Ja, diese Lampe hier, so eine Campinglampe, die magnetisch ist, wollte ich aber nicht vorstellen, durfte ich dann trotzdem behalten. Die habe ich nicht vorgestellt, da ist übrigens noch eine Powerbank mit drin, weil ich nicht gesehen habe, wo jetzt ein Bushcrafter was damit anfangen soll. Also ich finde, dass selten Bäume oder so magnetisch sind, ja? Und deshalb dachte ich mir, ach, das ist albern, darüber brauchst du kein Video machen, ja? Da sparst du den Zuschauern. Haben sie aber gesagt, ja, egal, behalt trotzdem. Und deshalb an solchen IKEA-Regalen, das ist übrigens so ein 10-Euro IKEA-Regal, ne? Also es ist ganz leicht, total, ist auch nicht besonders stabil, sagen wir mal ehrlich, aber es reicht. Und ja, finde ich super, weil so kann ich von Ebene zu Ebene gehen damit, das oben dran hängen, wenn ich was machen will. Und dafür ist das eigentlich ganz praktisch, muss ich sagen. Also, top. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen so eine Art kleines Bürofächerschränkchen, ja, wo ich obendrauf
so ein paar Bücher habe. Ja, hier zum Beispiel Schweden, da will ich nächstes Jahr hin. Ja. Essbare Kräuter und Wildpflanzen, womit ich mich mal ein bisschen bilde zwischendurch. Dann habe ich auch geschenkt bekommen, Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume. Ist für Naturromantiker ganz schön. Ja, ist manchmal vielleicht ein bisschen zu pathetisch, wenn man das sagen möchte, aber ich finde es ganz schön und es sind wunderbare Bilder drin, muss man einfach so sagen. Dann haben wir hier oben meine Messerschublade. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil A, sprengt das hier den Rahmen und B, möchte ich daraus einfach noch ein zweites Video machen, weil das sind viele Messer hier drin, das sind aber immer noch nicht alle und die werde ich euch mal in einem gesonderten Video mal vorstellen. Ja? Also ich bin so ein bisschen kleiner Messerfreak. Das sind aber viele von euch, soweit ich das mitbekommen habe. Da kann man sich immer gut austauschen auf Bushcraft-Treffen. Und ja, da mache ich noch ein Video zu. Also auf jeden Fall, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonnieren, denn dann verpasst ihr das nicht. Hier haben wir dann so eine kleine Lagerleben-Schublade. Hier ist ein aufblasbares Kissen drin. Dann noch eine kleine Taschenlampe. Hier vor allen Dingen, wenn ich Bushcraft-Camps gehe oder Treffen längere, dann habe ich hier eine schöne Stirnlampe, ja, die ordentlich Power hat. Und hier ist dann auch noch eine kleine Waage drin, ja, mit der ich vorher dann ab und zu mal meinen Rucksack ausmesse, um zu wissen, wie viel habe ich denn überhaupt dabei. Hier unten haben wir dann so ein bisschen den EDC-Bereich. Hier ist zum Beispiel mein EDC-Pouch, ja, mein früherer EDC-Pouch. Und ich muss sagen, ich baue gerade mein EDC so ein bisschen um. Da werde ich früher oder später, wenn ich zufrieden bin mit meinem neuen, mal ein Video zu machen. Aber ich möchte weg von Taschen am Gürtel, das ist mir, ich weiß nicht, das nervt mich ein bisschen. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das noch am besten löse. Hier habe ich noch so ja, Schlauchschäle, Schemax, ja, das habe ich zum Beispiel auf der Messe bekommen als Geschenk. Ist ganz hübsch, zeige ich euch mal ganz kurz. So, das benutze ich zwar fast nie, weil ich habe eins vom Buff, das ist deutlich besser vom Stoff her, aber hier sind zum Beispiel so Berghöhenmeter eingezeichnet und das finde ich ganz witzig, einfach vom Aussehen her, finde ich ganz schick. Dann habe ich hier noch mehrere. Ja. Habe ich hier zum Beispiel mir eins mal gekauft, weil ich es einfach haben wollte. Mit so einem Totenkopf-Kiefer drauf, ja, so auf ganz böser Junge. Das hier ist so ein bisschen die Krimskrams-Schublade, wo alles reinkommt, was ich sonst nicht weiß, wo es hin soll. Ja. Hier habe ich so ein bisschen Schnur, Jute-Schnur für draußen. Hier sind so ein paar, das war ganz witzig, dachte ich mir. So ganz kleine Becher, aber das sind mehr so kurze Becher. Aber wenn man sowas mal machen möchte, kann man damit rausgehen. Ich habe sie, glaube ich, noch nie mitgenommen. So vier Edelstahl, kleine Becher. Ja, Ersatzteile für eine Pocket Shot, eine kleine Taschenlampe. Ja, hier habe ich so Einweg-Poncho, ne, für den absoluten Notfall. Noch ein kleines Werbegeschenk von Jägermeister, so ein kleiner Flachmann. Ja. Hier meine kleine Elektro-Alarmgerät. Für die, die die Zombie-Serie verfolgt haben, die wissen, was das ist. Mega lautes Teil. Ja, die Kamera kann das gar nicht so rüberbringen, weil die das runterpegelt. Hier haben wir noch ein paar von den, wie habe ich die jetzt genannt im Video? Schlüsselringbändern, ja, den Schlüsseldrähten sozusagen. Und das hier ist noch ganz interessant. Heatpads, die benutze ich jetzt auf der Wintertour, ja, schön im Schnee, weil die bleiben 10 Stunden lang warm. Die werden zwar nicht heiß, aber warm. Und die sind biologisch abbaubar. Ja, brauchen nur ein bisschen, müssen mit Luft in Berührung kommen und dann fangen sie an warm zu werden. Die kann man sich in den Schlafsack legen. Das ist sehr interessant. Und die kosten auch nicht so viel. Und noch allerlei Krimskrams hier drin. Ja, ein Textilkleber zum Beispiel, den brauche ich manchmal. Hier hinten ist noch eine Pocket Shot drin. Ja, dann hier, das habe ich euch mal im Flotten Dreier vorgestellt. Ein Flintstone Feuerzeug, Benzintank. Ja, nochmal Handschuhe zum Werkeln. Ein Taschenspiegel. Ja, so einen ganz rudimentären, falls man mal Zecken rausholen muss oder sonst irgendwas in der Richtung. Hier unten ist dann so alles, was mit Kamera, Film, Elektronik zu tun hat. Ja, jedes Mal, wenn man sich eine neue Actioncam kauft, kriegt man das ganze Zeug dazu. Ja, hier noch so ein kleines Stativ für draußen. Ja, noch so ein Aufsetzer. Ich weiß gar nicht mehr, was alles einzeln ist. Hier eine Blende, die aber so halb gut funktioniert. Und hier sammle ich so alles drin, was irgendwie mit Kamera zu tun hat, damit, wenn ich es mal brauche, es zumindest nicht weg ist. Und die kleine Truhe hier nebendran, da
kaum einfach nur Packsäcke rein. Ja? Die brauche ich nicht besonders ordnen oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern dann schmeiße ich da einfach Packsäcke rein. Hier habe ich auch noch den kleinen faltbaren Wasserkanister. Den habe ich jetzt nicht voll, weil ich habe noch feste Wasserkanister, wo ich so ein bisschen Wasser zu Hause einlagern kann. Und ja, aber an sich sonst hier so ein VD-Packsack, den ich geschenkt bekommen habe auf der Messe und all solche Kleinigkeiten, aber sonst nicht weiter wichtig. Und jetzt fragt ihr euch natürlich absolut zu Recht, hä, Alvo, wo sind denn zum Beispiel die Rucksäcke oder wo ist dein Wurfzelt? Ja, wo sind denn eigentlich deine Schlafsäcke? Die sind alle nicht hier, dafür habe ich andere Plätze, entsprechend den Bedürfnissen der Ausrüstung. Ja, das werdet ihr gleich bei den Schlafsäcken sehen, was ich meine. Und ich habe eine kleine spezielle Lösung für meine Rucksäcke und sowas gefunden, weil mittlerweile sind das 6 oder 7 Stück und es werden mehr noch in nächster Zeit. Und da braucht man irgendwo Platz. Und drinnen in der Wohnung habe ich den Platz nicht so. Und deshalb nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Ja, schraubt die Kamera ab. Wir gehen mal in die Handkamera-Ansicht sozusagen und zeige ich euch mal, was ich für eine Lösung gefunden habe. Handkamera aktiviert. Jetzt schrauben wir mal hier den Vorhang zur Seite und gehen mal auf meine Terrasse. Ja, komm mal mit. Da hört ihr auch schon, dass es regnet und solchen Scheiß. Ja. So, seht ihr das? Das Ding hier draußen. Das ist sozusagen eine Stuhlauflagenbox. Ja, die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Die hat 40 Euro oder so gekostet. Und hier drin sind dann Rucksäcke, Zelt und solche Geschichten. Ja. Also so Dinge. Hier ist übrigens noch ein Campingstuhl draußen, den ich ja gerne mal benutze. Da drüben ist noch Baumarktplane und solche Geschichten. Also in dem Sinne so alles, was mal nass werden darf, ja, was da nicht so viel tut, kann halt irgendwo mal raus. Und dann habe ich mir gedacht, packst du es in so eine Box, da ist es ein bisschen geschützt. Und ja, dann ist das weg aus der Wohnung. Ja, dann geht es einem nicht auf die Nerven im Wohnzimmer oder sonst irgendwo. Weil langsam wird das mit dem Zelt und den Rucksäcken und da sind noch mehr Planen drin und all solche Geschichten, wird das ein bisschen eng. Ja? Da fand ich das eigentlich eine ganz geile Lösung. Also absolut empfehlenswert für jeden, der einen Balkon, Terrasse hat oder so, sich einfach diese Auflagen Dinger anzuschaffen. Ja? Diese kleinen Köfferchen, Boxen, wie auch immer man das nennen will. Und da Rucksack zum Beispiel reinzutun. Und ja, planen. Ne? Alles, was nass werden darf halt. Wer sich übrigens schon immer mal dafür interessiert hat, wie so mein Arbeitsplatz aussieht. Arbeitsplatz, ja, also da, wo ich die Videos schneide. Das seht ihr da, ne? Schön hier eingerichtet. Und damit es mir auch heimelig ist, habe ich hier alles vollgestellt mit Pflanzen. Ja, ich mag das sehr gerne. Jedes Mal, wenn ich irgendwie bei einem Einrichtungshaus oder Baumarkt bin oder so, dann hole ich mir wieder Pflänzchen. Einfach ein bisschen fürs Wohlbefinden. Und als letztes zeige ich euch noch, wo ich meine Schlafsäcke gelagert habe. Und vielleicht habt ihr auch schon gefragt, wo ist denn eigentlich deine Armbrust, Alvo? Und hier an dem kleinen Kleiderständer sozusagen, einmal von oben bis unten, hänge ich dann so meine Schlafsäcke auch. Hier zum Beispiel meinen Down-Schlafsack. Ja. Da oben, da ist sie dann auch, die Armbrust. Ja. Hübsch verziert mit einer Lichterkette. Wir haben ja Weihnachten. Jetzt habt ihr gesehen, wo ich überall meine Sachen einlagere. Ich habe da halt ein paar verschiedene Orte, je nachdem, was die Ausrüstung so braucht. Ja. Zum Beispiel die Schlafsäcke, die habe ich da so ein bisschen aufgehängt, weil wenn die so die ganze Zeit zusammengeknautscht sind, dann ist das nicht so gut für die Füllung etc. Und bei Sachen, die auch mal ein bisschen ja, Feuchtigkeit abkriegen dürfen, die können dann auch nach draußen. Ja, dann muss ich die nicht hier drinnen aufbewahren, den Platz hier vor allen Dingen nicht wegnehmen, weil ich habe nicht allzu viel davon. Alle Links zu der Ausrüstung findest du natürlich unten dann in der Videobeschreibung. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie du so deine Ausrüstung lagerst, ob du da ein spezielles System hast oder ob du das einfach nur irgendwo zum Beispiel in die Ecke pfefferst oder so. Das interessiert mich sehr, denn es kommt immer mehr Ausrüstung auch bei mir dazu und ich merke, dass ich immer mal wieder neu denken muss, wo packe ich jetzt das hin und so weiter und so fort, damit ich den Platz optimal ausnutze. Und da würde mich Tipps und Tricks von euch auf jeden Fall interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos mehr und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.